Mark Henrichmann, CDU-CSU, ist der nächste Fragesteller. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, in meinem Heimatkreis Coesfeld sind in den letzten Tagen die Infektionszahlen in die Höhe geschossen. Und es ärgert mich massiv, dass aufgrund Verfehlungen in einem Unternehmen, Stichwort Westfleisch, die Disziplin der Menschen vor Ort mit Füßen getreten wird. Und es ärgert mich auch, dass Gastronomen jetzt darunter leiden unter der Verlängerung des Shutdowns. Und es ärgert mich auch, dass jetzt Landwirte plötzlich in die Röhre gucken müssen. Und als Abgeordneter dieses Kreises habe ich schon die Erwartung, dass wir jetzt natürlich auch knallhart die Quarantäne durchsetzen. Ich glaube, das teilen auch alle verantwortlichen Behörden vor Ort. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir über Unterbringung noch mal diskutieren. Und Sie haben das ja auch gerade angedeutet. Und diesmal vorausgeschickt meine Frage. Sie haben am 6. Mai in der Runde mit den Länderregierungschefs abgesprochen, dass es im Falle von regional klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, und da wird das Altenheim als Einrichtung beispielhaft häufig zitiert, Ausnahmetatbestände geben kann für Lockerungen trotz eines Anstiegs. Ist in diesem Zusammenhang auch darüber nachgedacht worden, solche Fälle auf Unternehmen wie Westfleisch und solche Infektionsgeschehen zu erstrecken, damit wir den Menschen vor Ort jetzt Hoffnung machen können, dass auch sie nicht allzu lange unter den Restriktionen noch leiden müssen? Danke. Also die Entscheidung darüber, das ist ja ein Beschluss, den wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten gefällt haben, treffen ja die Landesregierung in Absprache mit den Landräten, also mit den örtlichen Behörden. Und Einrichtungen sind in der Tat Pflegeheime oder Krankenhäuser oder eben auch ein Betrieb. Aber in diesem Falle ist es natürlich nicht der Betrieb allein, sondern es sind eben auch die Unterbringungen der Beschäftigten. Und damit ist es dann doch etwas größer gestreut das Infektionsrisiko, als wenn das nur in diesem Betrieb wäre und niemand den Betrieb verlassen würde. Das heißt also, man hat sich entschlossen, für eine bestimmte Zeit die Lockerungsmaßnahmen, die sonst in Nordrhein-Westfalen gelten, auszusetzen. Und ich hoffe, dass mit dem sehr entschiedenen Vorgehen, für das ich auch sehr dankbar bin, der Landesregierung, der örtlichen Behörden, dann auch sehr schnell die Infektionen jetzt wieder eingegrenzt werden können.